Hallihallo. Ich habe vor einiger Zeit ein Tankentrostungsvideo gemacht, womittels ich per Elektrolyse einen Tank entroste. Es kam auch Anfragen, ob das mit Zitronensäure geht und wie das genau geht und ob das geht und was welches jetzt besser ist. Seht ihr jetzt bei Autark. Willkommen zurück. Also, ich habe mit Zitronensäure rumexperimentiert und diesen Tankdeckel, der echt stark verrostet war, entrostet. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch in einem anderen Video mit einem größeren Tankdeckel, der auch stark verrostet ist. Wir widmen uns jetzt erstmal dem Tank. Aus dem letzten Video vor einiger Zeit wisst ihr ja, dass ich den mit Elektrolyse und Danclorix entrostet habe. Heute machen wir das Ganze mal mit Zitronensäure. Und wie das funktioniert und ob das besser ist als Elektrolyse, das seht ihr jetzt gleich. Also wie man sieht, blubbert das schon wieder. Ich habe reinweg nur meinen letzten Rest in der Zitronensäure reingemacht, mit Gießwasser aufgefüllt und ja, den Benzinschlauch, also das Gewinde für den Benzinhahn habe ich mit einem Schlauch versiegelt. Ich habe einen Schlauch drüber gestülpt, richtig eng, habe den geknickt, den Schlauch, dass kein Wasser rausläuft, und das lassen wir jetzt mindestens 24 Stunden stehen und warten mal ab, was passiert. Also man sieht, man kriegt den Tank schon sauber, aber besser ist es doch mit Elektrolyse das Ganze zu machen, weil die Elektrolyse, der Rost ist ja metallisch, das habe ich ja im anderen Video schon mal gesagt, und das saugt sich wie ein Magnet an den Pluspol dran. Bei der Zitronensäure fliegt das alles wieder mit drin rum und nach einer Zeit setzt sich das wieder auf den Boden unten ab, und ja, es geht, aber ich würde es nicht empfehlen. Also zum Zitronensäure wäre es besser, wenn man da einen Tankdeckel mit einem großen Tankdeckel und Werkzeug und sowas, aber das zeige ich euch in einem anderen Video, wie das funktioniert, so mit Tankdeckeln und das zeige ich euch in einem anderen Video. Danke fürs Zusehen, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da. Danke fürs Zusehen. Ich drehe mal noch eine Runde. Macht's gut. Zündung.